Aufnahme. Mann. Gott, wie schrecklich, Gott, wie schrecklich, Gott, wie schrecklich. Die Scheißaufnahme war nichts. Wieder, wieder einmal nimmst du dennoch auf. Oh, das ist ja super spitzmäßig, wenn man dann auf die Aufnahme guckt und da steht 0,00. Leider nichts aufgenommen. Du Pfeife, ist mir doch scheißegal. Ja, es ist das Lied des Hasses und der Wut. Willkommen bei Blöd vorgelesen irgendwas. Heute in der gut gelaunt Edition. So, heute die Themen der Sendung. Und deswegen hat er wahrscheinlich gerade nicht aufgenommen. Diese Sendung ist meiner Freundin gewidmet. So, die Themen der Sendung. Die Blu-ray-Empfehlung des Moderators. Spaß auf der Mattscheibe. Die Volksbibel. Nachts, wenn das Licht ausgeht. Das fantastische Maßgesichtbuch und das Überraschungsspecial der Sendung. Das Lösungsbuch. Ich gucke nochmal nach. Nimmt die gnädige Kamera den immer noch auf? Das ist fantastisch. Die gnädige Kamera ist in der Lage, immer noch aufzunehmen. Ich bin total weg von den Socken vor Freude. Meine Güte, das kann doch nicht sein. Das ist ja so fantastisch. Die Empfehlung des Tages. Zwei von meinen Lieblingsfilmen. Tron, also Tron das Original und Tron Legacy. Fantastische Filme, kann man sie angucken, wenn man sich einmal damit abgefunden hat, dass die Protagonisten mittels, was ist das, ein Laserstrahl, der das scannt? Auf jeden Fall auf irgendeine technologische Art in den Rechner gescannt werden, kann man damit leben. Die visuelle Darstellung ist, finde ich sehr gut. Die soundtechnische Darstellung finde ich auch sehr gut. Der Film wird für mich zumindest nicht langweilig. Ich finde es gut. Mich hat nur Halo 4 zeitweise zu sehr an diesen Look erinnert. Also ja, metallene Oberflächen, durch die dann so neonblaue Linien gezogen werden. Meinetwegen einmal rechts und einmal links so. Das ist so der Tron-Look. Die Filme sind aber super. Ich finde auch die Darsteller gut. Ich bin mal gespannt, ob irgendwann mal ein Tron 3 kommt. Man weiß es nicht. Mal gucken. Vielleicht waren die Folge oder die Filme auch nicht erfolgreich genug. Mir ist es wurscht. Mir ist das total wumpe, ob sich ein Film, keine Ahnung, ob da 80 Milliarden ins Kino gehen oder nur 5. Wenn der Film scheiße ist oder ich finde den nicht gut, ist er für mich eben nicht gut, auch wenn er 80 Milliarden ins Kino gehen. Schade, gerade bei der versauten Aufnahme war so ein schönes Schießspiel hier. Da habe ich. Ach hier. Armor Battle. Armor Battle ist eines der besten taktischen, strategischen Spiele des Mattel Intellivisions. Angesichts der Tatsache, dass Armor Battle ein reinrassiges Kriegsspiel ist, trifft diese Aussage den, der sie ausspricht, aber so ist es so. Das ist hier, das hat ein Lehrer geschrieben und immer wenn Kriegsspiele oder sowas sind, dann rennt er auf den Barrikaden drauf und sagt, schieß mich tot, so nach dem Motto. Und dabei hätte es nicht der geringsten Mühe bedurft, die Handlung, den Hintergrund und das grafisch ohne Veränderung der Konzeption so zu verändern, dass man mit einer gewissen Begeisterung und ohne schlechtes Gewissen zu diesem Spiel hätte ich ja sagen können. Der Protagonist, der Autor dieses Buches wird auch gleich schreiben, auf welche Art und Weise er also sich diese Forderung dieses so vorstellt. Das heißt, stellt euch einfach vor, der sagt euch, Counter-Strike ist viel zu brutal. Wieso spielt ihr den nicht einfach? Fangen! Da werden die Soldaten durch Kinder ersetzt, die spielen Fangen oder Verstecken oder sowas. Oder die bewerfen sich mit Tomaten. Kann auch sein. Anstatt der Panzer, die sich bekriegen, hätten spielende Kinder, Räuber und Gendarmen oder Fantasie- und Fabelwesen auftreten können, ohne sich zu erschießen. Ah, da steht auch ohne sich zu erschießen. Ich dachte schon, Fantasie und Fabelwesen, die kann man ruhig abknallen. Wahrscheinlich Fantasie und Fabelwesen, die können sich ruhig die Köpfe zu Grütze schlagen. Das sind ja nur Fantasie und Fabelwesen. Doch zu dem, was ist.
Unter 240 verschiedenen Bildschirmgrafiken wählt der Computer nach dem Zufallsprinzip beliebige aus, die je 2 Panzer pro Spieler als Gelände dienen. Das ist quasi der Urgroßvater von World of Tanks. Ein Gelände, auf dem Panzer stehen, oder postiert werden und die sich gegenseitig abschießen. Das hört sich für mich sehr wie World of Tanks an. World of Tanks ist natürlich grafisch erheblich besser. Ich will hier nicht World of Tanks schlecht reden. Ich will ja nur sagen, dass Armor Battle der Urgroßvater von World of Tanks ist. Veränderbar in den Positionen Straßen, Gewässer, Wälder, Gebäude. Sind die Panzer eines Spielers abgeschossen worden, so erscheint ein neues Gelände. Realistisch anmutende Komposition der Objekte. Kein simples Ballern, sondern überlegtes Vorgehen. Das zeichnet dieses Entschuldigung-Kriegsspiel aus. Ja, das ist eben, wie ich schon sagte, Sabotage am Set hier, meine Güte. Ich muss auch in die Kamera halten, das habe ich auch vergessen, wahrscheinlich ging deswegen die Aufnahme nicht. Grafik 5, Toneffekte 3, Originalität 5, Beeinflussbarkeit 5. Macht 5 als Wertung. Immer von 6. Die 5, sie kennen das vom Schockelspiel in der Kneipe, wenn sie wieder mal zum 8. Mal hintereinander verloren haben, die Leute sich auf ihre Kosten die Hucke zusaufen. Wahrscheinlich hatten sie Anschock 5, der andere hatte, alle hatten sie Anschock 6 oder einer hatte dann Schock aus. Dann weinen sie nachts in Kissen. Ich wollte mir noch gerade die Hucke zusaufen. Warum habe ich denn den Schocken immer verloren? Und der alte Idiot, der am meisten Kohle hat, der hat immer gewonnen. Das kann doch nicht sein. Was lesen wir denn aus der Volksbibel vor? Manasse war 12 Jahre, als er der neue Präsident von Juda wurde. Und er regierte 55 Jahre von Jerusalem aus das Land. Seine Mutter hieß Hefziba. Er war total schräg drauf und hatte lauter Sachen, auf die Gedönskirchen überhaupt keinen Bock hatte. Ich habe keinen Bock mehr weiterzulesen aus diesem Buch. Ich gucke nochmal, läuft die Kamera denn noch? Oder ist halt alles ja vergebene Liebesmüh? Wie gesagt, heute die Wutausgabe von blöd vorgelesen irgendwas. Geht mal auf da. Unter Bienen im Mai, Honigschleuder, der Bienenzüchter und die Befahr. Erfahrung im Kampf gegen Nosema, das Neueste über Gelee Royal. Diese Woche im Bienenhaus, die Heilkraft von Propolis. Regurgitationen. Jahrestreffen der britischen Bienenzüchter. Verbandsnachrichten. Das war aus Nachts, wenn das Licht ausgeht, Alfred Hitchcock. Ich weiß nicht, ob das Buch gut ist. Ich lese einfach zu wenig. So nochmal rumverrenken wie so ein Ochse. Schade, ich hatte in der nicht aufgenommenen Sendung was viel Interessanteres gefunden. Mit Bauwerken auf dem Mond von Außerirdischen. Der Rückseite des Mondes, of course. Die Kontroversen um die Fuß- und Schuhabdrücke hielten in den letzten Jahren unvermehrt an. Erst in der letzten Zeit kam dabei der seltsame Hammerfund aus dem Jahre 1934 wieder ins Gespräch. Steht da wirklich. Der für ein halbes Jahrhundert in Vergessenheit geratene Hammer mit dem zerbrochenen Stiel wurde aus dem kleinen Museum geholt und Spezialisten zur Untersuchung überantwortet. Der Hammerkopf wurde vom Meteorologischen Institut der Batelle Hase nicht gesehen gedöns und so weiter und so fort. Und zudem von australischen Hase nicht gesehen gedöns und so weiter und so fort. Sorgfältig analysiert.
Dabei stellte sich heraus, und dass er zu 96% aus Eisen, zu 2,6% aus Chlor und zu 0,24% aus Schwefel bestand. Wahrscheinlich bestand er auch noch aus 2% Vibrium, weshalb dann sich herausstellte, das muss von den Außerirdischen sein. Auch Captain America's Shield wurde dann aus diesem Metall gefertigt, wie dieser Hammer. Das ist so spannend. Wir wissen doch alle, auf der Rückseite des Mondes, ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass da irgendwelche Metalle drin gefunden wurden, die nur auf dem Mars vorkommen. Da wurde Masium drin gefunden. Ein Spitzmetall. Ja, hitzebeständig bis 1 Milliarde Grad. Kommt nur auf dem Mars vor. Auf Region 670 AB plus 130. Nur dort kommt dieses Metall vor. Leider ist aber nur 1 Gramm von vorhanden, weshalb das egal ist. Bullenhaie gibt es in Gewässern nördlich und südlich des Forts. Aha. Dafür bin ich in diesem Spiel nicht genug gesprungen. Das sind übrigens die heutigen Tipps Assassin's Creed 4 Black Flag. Für alle Spielekonsolen inklusive PS4 und Xbox One. Ah, hier sehen wir eine Plantage, ein Pfeil, geht über einen Zaun drüber und biegt dann nach rechts ab. Weiter geht es nach Süden. Wobei die Antischzonen vor der Entdeckung schützen. Bis sie das große Sperrgebiet erreichen, warten sie in der letzten Reihe des Feldes kurz vorm Zaun, bis ein Belauschenkreis entscheidet. Nun betreten sie die Antischzone zu ihrer Rechten. Das war das, was mir auch recht Spaß gemacht hat bei diesem Spiel, bei Assassin's Creed Black Flag. Das heißt, das war diese Plantage mit den Feldern und da musste man sich quasi da durchschleichen durch die Felder und alles Mögliche. Ich habe dann immer versucht, die Gegner lautlos um die Ecke zu bringen, um dann, wenn das ganze Gebiet befriedet ist, das in Ruhe erkunden zu können. Denn der Thomas, das wissen Sie vielleicht, kann auch sein, der nicht wissen, auch egal. Der muss natürlich alles erkunden und wenn da Gegner rumlaufen, die im Weg sind, da werden die alle prinzipiell bei den Spielen, die ich spiele, um die Ecke gebracht und da kann ich in Ruhe die ganze Gegend erkunden. Geht denn natürlich auch sagen können, gehen Sie mal in die Kantine Kaffee trinken, ich erkunde hier nur. Ja, ist gut, wenn er gleich rumballern will, dann sag mal Bescheid, da kommen wir wieder raus. So, das war die Sendung. Blöd vorgelesen, irgendwas hoffentlich aufgenommen, Edition. Ansonsten werden Sie die nie sehen. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich das jetzt deswegen erst erwähne. Ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Heute beende ich die Sendung mit nicht alles glauben, selber denken. Tschüss, bis zum nächsten Mal.